Hey ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The SnowRunner. Ist neu auf meinem Kanal und ich dachte mir so, ja, mal ein bisschen Abwechslung zwischen LS19 und einem anderen Spiel. Glaube ich, tut uns nicht, wäre nicht verkehrt. Und dafür habe ich mich für SnowRunner entschieden. SnowRunner kommt immer so gegen 16 Uhr. Dann würde ich gleich mal sagen, legen wir auch gleich los. Als erstes benötigst du einen Wachturm, um dir einen Überblick zu verschaffen. Danach musst du ein. Na. Danach musst du einen Drack finden, der in der Lage ist, die für die Reparatur der Brücke benötigten Materialien zu transportieren. Sobald die Brücke repariert ist, kannst du deine erste Werkstatt aufsuchen. Okay. Handbremse lösen. Erster Wachturm aktiviert. Wachturm wurde aktiviert. Als erstes solltest du immer die Umgebung auskundschaften und die Karte öffnen. Okay. Ja. Das ist das. Und können wir da, wie ich da hinkomme? Und dann. Oder hier hoch? Nein, ne? Hier lang. Was heißt denn überhaupt L? Was ist L? Da brauche ich, glaube ich, aber weniger Sprit oder so. Aber weiß ich gar nicht. Wir fahren auf Ada, komme ich, glaube ich, am besten durch, sehe ich. So. Ja, da komme ich am besten durch. Aber ich finde immer noch, dass die Lenkung schwammig ist. Aber ich sterb gleich. Wow, chill mal. Achso, wir könnten Dings eigentlich ausschalten. Ja, aber da teilweise kann ich gar nicht umändern. Okay. Bei deinen Pfaden wirst du auf unterschiedliche Geländer treffen, darunter Straßensand, Schlamm, tiefe Schlamm, Wasser, rutschiges Felsen und Schnee und Eis. Nur die erfahrensten Fahrer mit guter Ausrüstung im Fahrzeug werden jedes Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche der Gefahr lieber aus. Ja, wie soll ich die Gefahr? Also man könnte jetzt quasi hier, bevor ich da hinten rumfahre, könnte ich jetzt sagen, ich fahre lieber hier rum oder was? Ist das dann besser? Gefährlicher Wasserstand. Ja, aber anscheinend ist es ja auch wieder nicht gut für mein Auto. Du kannst. Aua. Du kannst. Du hast einen Truck beschädigt. Öffne das V, um weitere Informationen zu. Okay. So, hier kommen wir zu tanken. Schön. Oh Gott, jetzt geht's ja hier gleich weiter. Hier überhaupt durch? Ja doch, kommen wir. Das ist gar nicht so einfach, hey. So. Achte auf dem Felsenauto. Beachte den Wachturm vor. Der solchen Symbolen werden dir dabei helfen, Missionen zu finden, mit denen du integrieren. Okay. Ah, mega. Was ist das da? Jeder entdeckte Wachturm entfüllt weitere Teile der Karte. Der Nebel verdeckt wichtige Objekte wie Missionsziele, Upgrades und Fahrzeuge. Okay. Platziert durch. Ja, das weiß ich schon. Okay, jetzt muss ich Gebäude-Truck. Also ich muss da hin. Okay. Dann ist es unser neues Ziel, den Truck zu holen. Mega. Ich hoffe, ich brauche es auch nicht mehr allzu lange. Genug kaputt.
man sieht auch gar keinen Schaden, das ist schade. Hat doch ein eingebeult ist es, ne? Aber ich feiere auch wie eine gewisse versenkte Sau. So, da oben muss es jetzt sein. Kann man umkippen? Ich glaube nicht, oder? Hallo LKW. So. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen und verfügt über keine Offroad-Option. Wenn du damit fährst, solltest du Sümpfe und tiefen Schlamm meiden. Weitere Informationen. Okay. Anhängerkupplung, Motor ab. Truck wechseln. Ah, okay. Gut, es ist zwar nicht der beste Truck für diesen Job, aber einen Versuch ist es wert. Die Firma Steel River Township wartet darauf, dass du die Brücke reparierst. Aufträge wie diese findest du im Kartenmenü. Okay. Ach, hier dann, wa? Das sind meine Aufträge hier oben. Ah, ja. Liefern zur alten Brücke, Metallplanken, Eimer und... dann fahren wir... Wo fahren wir am besten hin? Sägewerk ist gleich hier, aber ich glaube, wir nehmen erst den weiteren Weg auf uns. Aktivieren. Okidoki. Der Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine. Okay. Dann wollen wir mal. Wird schon schief gehen. Ich habe bloß Angst, dass ich da unten nicht durchkomme, weil er hat gesagt, wir sollen Schlamm und so meiden. Ja, da hier schon Probleme. Da kommt er hier schon nicht drüber. Aber hier geht das eigentlich schon ganz gut ab, ne? Muss man ja schon mal sagen. Für das, dass er mit Schlamm eigentlich nicht so geeignet ist. Achtungsschild. Oh Gott. Ja, hier muss ich mich auch immer noch dran gewöhnen, ne? An die Steuerung. Also das ist ja total ungewohnt noch für mich. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal heute. Ich habe auch den Vor... Also den ersten Teil davon nicht gezockt. Sieh. Höh, das war's schon. Ach nee. Okay. So, und jetzt müssen wir zur Brücke. Zu der hier. Also, gab's hier einen Hänger? Ach, da! Ja, die Frage ist aber... Da ist ja schon was drauf. Was habe ich jetzt eigentlich da hinten alles drauf? Muss ich hier lang, ne? Oh Gott.
Gottes Willen. Ah, wir sind gleich an der Brücke. Wow. Aber ich will wissen, was da hinten drauf ist. Ob ich das überhaupt brauche jetzt? Und was brauche ich alles zur Brückenreparatur? Dann muss ich noch mehr finden. Oder reicht es jetzt? Also wie gesagt, ich habe auch rausgefunden, man kann das Spiel übrigens auch in Multiplayer spielen. Ich glaube, das andere ging damals ja nicht. Vielleicht hat ja wer Bock. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. So, und jetzt mit Vollspeed durch, oder? Ja. Ne, ich muss noch geradeaus. Gottes Willen, also wie gesagt, das ist gar nicht so einfach zum Fahren. Muss ich ehrlich sagen. So. Ah, okay, mega. Die Brücke macht Fortschritte, ist aber noch nicht ganz fertig. Damit sie beendet wird, musst du weiter das Material zur Baustelle bringen. Die Lieferung wartet im örtlichen Sägewerk auf dich. Ich mache ihren Stand auf der Karte. Okay. Kann man das hier gebrauchen? Kann ich das irgendwie entfernen oder so? War das? Für was brauche ich das? Das brauche ich doch aktuell nicht für die Brücke. Jetzt fahren wir erstmal zum Sägewerk. Das war sowieso so ein Fehler, dass wir so weit vorgefahren sind hier. Gott, wie können wir jetzt wieder rumkommen, ey? Wenn man versucht, ihn mal in den Parkplatz reinzudrücken. Und den quasi so. Ah, fuck, ich hab grad. Wir kommen jetzt schon rum. Wenn es weitermacht, ist mein LKW gleich kaputt, ey. Aber da hieß es ja, man kann den reparieren, ne? Aber der lenkt auch fast nicht zurück oder so. Vielleicht sollte man das echt mit Mauspad oder so, Mauspad sage ich schon, mit Gamepad spielen oder so. Oder echt nur mit Lenkrad. Aber was ist das da hinten drauf? Das brauche ich ja irgendwie gerade gar nicht.
Hätte ich mir den Hänger sparen können. So, jetzt schneller durchfahren. Und wieder auf der anderen Seite hochkommen. Oh oh. Okay, ging gut. Wo müssen wir jetzt denn da lang? Hör auf! Ich darf. Nein, nicht da rein. Nein, 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 nein. Da dürfen wir nicht reinkommen. Oh, wir sind drinnen, ne? Oh Gott, wir rutschen immer mehr rein. Aber der hat auch keine, oder? Da hat er doch eine. Ah, da sieht man halt wirklich, dass der fast nirgendwo durchkommt, ne? Aber ich muss ja hier zum Sägewerk. Sonst würde ich ja hier nicht langfahren. Oh oh. Ich glaube, das ist echt eine Herausforderung. Das können wir vorhin aber auch nicht machen. Oder haben wir das gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nein, ne? Oh, komm da durch, komm. Ja, aber das bringt mir doch nichts, oder? Doch, das bringt schon was. Oh, ganz langsam. C. Bau. Dritte. Warte mal, sehen Sie nichts. Bau. Ich kann mich ja nirgendwo anhängen. Ja, schau, so muss das sein.
Aber wenn man da hin und her wechselt, dann kommt man da eigentlich auch ganz gut durch. Und ist der Sägeweg jetzt kommen. Wir gehen hier gleich querfeld ein. Obwohl, das sind Steine. Ich weiß nicht, wie das was ist. Wie brauche ich denn? Zweimal. Ich habe zweimal drauf. Aber eins, was ich jetzt mache, ist, wir fahren ohne Anhänger erstmal weiter. So, das bringen wir jetzt noch hin und dann machen wir Schluss mit der Folge. Dann geht's morgen um 16 Uhr weiter. Der zieht sich da durch, das ist der Wahnsinn. Oh Gott, nein. Aber schafft er. Schafft er. So hätte man vorhin auch fahren können. Das wäre doch viel kürzer gewesen. Vor allem, es wäre eher bergab gegangen, statt bergauf. Wir sind ja voll den Umweg gefahren. Wow. Oh, 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 oh. Das war jetzt nicht gut. Ich glaube, der macht nicht mehr lange mit, wa? So ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn ihr wisst ganz genau, ein Däumchen ist ein Räumchen. Somit wünsche ich noch einen angenehmen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr schaut. Wie gesagt, jeden Tag 16 Uhr SnowRunner, jeden Tag 18 Uhr LS19 Ellerbach. Ich freue mich auf euch, macht's gut, haut rein. Tschö, tschö mit Ö.